Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RTL Biathlon im Weltcup mit mir, der Lena. Und wir haben das letzte Mal unseren ersten Weltcup-Sieg geholt. Also im vierten Rennen konnten wir das erste Mal das oberste Treppchen besteigen. Wir hatten vorher noch... Doch, wir hatten in Östersund in der Verfolgung einen sehr mysteriösen zweiten Platz geholt. Keine Ahnung warum. Aber die letzte Folge war sehr erfolgreich. Wir schauen, ob es jetzt hier weitergeht. Ich denke schon, wir starten mit 15 Sekunden Vorsprung, also in dem Spiel dann wahrscheinlich nur noch mit 10, weil es ja diesen kleinen Startbug gibt, in die Verfolgung in Hochfilzen. Und wir machen jetzt natürlich das Schießtraining erstmal. Ich bin gespannt, welches Schießtraining es ist. Und ja, das sollte eigentlich machbar sein. Die Strecke liegt uns eigentlich ganz gut. Oh Gott, das ist dieser lange Schießmarathon. Oh Gott. Das ist echt das Schlimmste. Oh, die verzieht gerade richtig. Irgendwie habe ich gerade ganz schlechte... Und nicht den Totenkopf, sonst glaube ich, ist das gesamte Spiel vorbei, glaube ich. Und ich glaube, ich mache die Schwarzen immer zuletzt. Also das sollte jetzt nicht rassistisch klingen oder so. Es kann ja bei YouTube einem jegliches Wort aus dem Zusammenhang gerissen werden. Man ist so voll konzentriert. Man sieht immer total schrecklich. Also wenn ich mich immer, wenn ich mal die Videos dann anschaue und mich beim Schießtraining anschaue, boah, sieht echt schlimm aus. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Das scheint was zu werden. Oh Gott, das war jetzt ganz komisch. So, und du für den Sieg? Ja, sehr gut. Ich hasse den Schießmarathon. Das dauert immer so ewig. Okay, wo bringt es die meisten Punkte? Also am wenigsten bringt es hier. Dann machen wir mal 20 und bei den anderen, so müsste man rechnen können. Ich denke, so ist das in Ordnung. Sehr schön. Und damit geht es in die Verfolgung. Wir starten als Erste. Wir hoffen mal, dass wir einen guten Start kriegen. Lief schon mal ganz gut. Wir müssen schauen, wann die anderen starten. Wir haben jetzt 4 Sekunden, 5 Sekunden. Ich gucke so ein bisschen so. Die startet jetzt nämlich 13 Sekunden, obwohl wir 15 Vorsprung hatten. Aber das sollte vielleicht reichen. Ich weiß nicht, ob die Verfolgung wirklich verbuggt ist, dass man da die beste Laufzeit braucht oder so, was eigentlich totaler Bullshit wäre. Die Verfolgung ist ein Wettkampf Frau gegen Frau, also wirklich auf der Strecke. Oh nein, den Bergspezialisten habe ich verkackt. Das ist das, was Vasi auch mal hatte. Einfach viel zu wenig Geschwindigkeit und dann den Bergspezialisten benutzt. Deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen in den roten Bereich gehen. Gut, dass wir dreimal den Bergspezialisten haben. Das heißt, jede Runde einmal. Das sollte uns auf jeden Fall helfen, so Sprint, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Ansonsten, wir haben noch deutlichen Vorsprung. Das sieht noch gut aus. Ich kann ja dann mal gucken. Und ein bisschen auf die Uhr schauen, wenn wir beim nächsten Checkpoint vorbeikommen, wann das bei den Gegnern der Fall ist. Also wir sind ungefähr mit 13 Sekunden Vorsprung losgelaufen. Was war denn jetzt schon wieder los? Hier sind hier wieder diese komischen Kanten.
Naja, wir haben noch ungefähr 11 Sekunden, würde ich sagen. Und wir kommen ja eindeutig übers Schießen. Die Strecke liegt uns ziemlich gut. So, und dann sprinten. Das hat auf jeden Fall immer was gebracht, zum Schießstand zu sprinten. Obwohl das im normalen Biathlon niemand machen würde. Weil da geht es darum, den Puls ein bisschen runterzufahren. Damit man wirklich ruhig am Schießstand steht. Natürlich sollte man den Puls auch nicht zu weit nach unten herabsenken. Weil da kommt diese, ich glaube, dann kommt diese Nähmaschine oder so, wie die heißt. Sehr schön. Fehlerfreies Schießen. Wir haben in der ersten Runde auch nicht ganz so viel Ausdauer verbraucht. Das sieht gut aus. Ich bin gespannt, wann die nächste auf die Strecke geht. Und hat die eine Strafrunde? Sehr schön, das schaut gut aus. Da geht die erste auf die Strecke. Ich glaube, wir haben unseren Vorsprung etwas vergrößert. So, jetzt war das viel besser mit dem Bergspezialisten. So muss das aussehen. Jetzt muss man natürlich hier ein bisschen runtergehen, weil das ist natürlich jetzt ziemlich viel, was hier an roten Balken auf uns zukommt. Aber wir haben es gleich über den Berg geschafft. Wir können ein bisschen in Vorlauf gehen und ein bisschen gleiten lassen. Das klang falsch. Okay. Ein bisschen Geschwindigkeit holen. Ja, wir haben einen guten Vorsprung. Das ist ordentlich. Der nächste Anstieg und deutliche Führung. Warte, bei 4 Minuten 6 sind wir rüber und da bin ich gespannt, wie es bei den Verfolgern ausschaut. Ja, wir haben deutlich den Vorsprung ausgebaut. So, jetzt sind sie durch. Ja, 22 Sekunden Vorsprung ungefähr. Oh, und da sind immer noch welche in der Strafrunde. Oh Gott, und da ist gerade einer aus vom Schießstand gekommen. Das sieht dann bestimmt auch lustig aus, wenn man die dann so weit überrundet hat, dass einer im Liegen schießt und daneben im Stehen. Da gab es auch mal was Tolles. Ich glaube, Daria Domracheva war das aus Weißrussland. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Wettkampf war. Ich glaube, Massenstart oder Verfolgung. Ich weiß es nicht mehr, wie rum es war, aber auf jeden Fall war zweimal liegend Anschlag nacheinander dran. Und sie hat aber beim zweiten Mal stehend geschossen. Und, also muss das eigentlich die Verfolgung gewesen sein, weil Massenstart ist, glaube ich, zweimal liegend, zweimal stehend. Und in der Verfolgung ist liegend, stehend, glaube ich. Berichtigt mich bitte, wenn das falsch ist. Aber ich glaube, das war dann, wie sie dann als Führende dort reinkam, sich hingestellt hat und alle haben sich hingelegt und sie hat es halt nicht gesehen, weil sie ganz rechts stand. Und das war echt tragisch, weil sie hat natürlich nichts getroffen und ich glaube, eine Strafe hat sie dafür auch noch gekriegt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, das war wieder der Mist, das war wieder der Vasi hier. Aber das dürfte man eigentlich locker gewonnen haben. Ich weiß nicht, die hinter uns ist, dürfte eigentlich auch eine Überrundete sein. Das schaut gut aus. Und da weiß ich jetzt nicht, jetzt müsste es dann noch einen Massenstart, denke ich, geben. Wenn es jetzt Sprint und Verfolgung gab. Ist halt auch schade, dass es bei dem Spiel keine Staffel gibt. Das wäre auch noch interessant, aber da wäre man natürlich sehr abhängig von seinem Land. Und da würde ich mit Finnland wahrscheinlich nie was gewinnen, zumindest wenn es die normale Biathlon-Staffel wäre. Außer die Kaiser würde noch mitlaufen. Die Marie.
Laukannen. Und dann würde noch eine vierte gute fehlen. Dann könnte man ein bisschen was schaffen. Ja, man braucht wirklich vier gute Läufer. Also eine kann man eventuell noch ein bisschen kompensieren, wenn man sie meistens an Position 1 stellt. Das machen oft Staffeln, die jetzt eine nicht ganz so starke Läuferin oder Athletin haben. Weil die am Anfang meistens noch im Pulk laufen können und sich da ein kleines bisschen die Körner sparen können. Da geht's jetzt ins Ziel und wir sprinten einfach schon mal los, um zu gucken, wo man am besten anfangen sollte. Das war ein bisschen früh, aber da wissen wir das dann für den Massenstart, der jetzt, denke ich mal, kommen dürfte. Und wir haben den nächsten Sieg. Und ich bin gespannt, ob die... War das die Spanierin, die unsere Hauptkonkurrentin war? Und die ist nur auf den 5. gekommen. Und wir hatten hier einen deutlichen Vorsprung. Also wir sind hier wieder eine Klasse für uns. Ja, von der Zeit her... Kann das wirklich so sein, dass das ein bisschen angeglichen wird nach unten? Die nächste Goldmedaille. Fast eine neue Stufe. Und wir sind jetzt Führende im Weltcup mit 2 Punkten Vorsprung vor Maria Ortega. Und dann geht's weiter und jetzt dürfte... Ne, jetzt sind wir in Pokljuka. Wir sind, haben Hochfilzen verlassen und gehen jetzt in den Sprint. Ich hatte ja gehofft, dass wir noch eine Runde auf in Hochfilzen bleiben, damit wir vielleicht ein bisschen wieder noch einen Sieg rausholen. Aber wir machen erstmal das Schießtraining und zählen sie ihre Schüsse gut, damit sie nicht ohne Munition dastehen. Erzielen sie 15 Punkte bei anfänglich 20 Sekunden Zeitlimit. Okay. Oh Mann, ich hab doch... Komm, blau, blau, blau. Hä? Ich hab doch blau getroffen. Was war... Das Spiel hasst mich. Gut, dann machen wir überall 15. Oder die Munition war alle. Ich habe zwar die Zeit gehabt, aber die Munition vielleicht. Egal. Bisschen trainiert und es geht in den Sprint. Ja, nicht so guter Start. Schade. Wir müssen gleich mal auf Geschwindigkeit kommen. So, geht's jetzt hier schon in den Anstieg? Nein. Ah, ich glaube, ich kenne die Strecke. Jetzt geht's hier gleich links einen richtigen Berg hoch. Komm schon, Bergspitz. Jetzt kommt... Jetzt kommt der Bergspezialist. Super. Aber das war gar nicht so dumm. Oder? War es doch dumm. Ich dachte eigentlich, man kommt direkt in dem... Okay, hier sind wir wieder zurück. Hier haben wir 4,3 Sekunden Rückstand. Aber es ist alles nicht so schlimm wie in Östersund. Da kommt der Berg, glaube ich, den ich meinte. Da hätte man den Bergspezialisten wahrscheinlich eher benutzen können. Aber ich würde sagen, wir benutzen den jetzt. Komm schon, richtige Taste, Mensch. Ich glaube, das lief gar nicht so schlecht. Aber ich spuck hier durch die Gegend. Ist ja richtig eklig heute. Ich komme noch in den Zoo. Ach, diese blöde Ecke. Hier ist das, das ist auch so eine Vasi-Ecke hier oben. Schön gemütlich langfahren. Nein, was? Wir haben 8 Sekunden verloren. Oh Gott. Das ist ja schrecklich. So, und wir sprinten einfach wieder zum Schießstand. Ja, Kraft niedrig, ich weiß, aber wir müssen alles riskieren. Komm, roter Balken, geh noch ein bisschen zurück, bevor ich anfange zu schießen. Das wird wahrscheinlich nicht so viel. Scheiße. Ich habe zu früh losgelassen, den rechten Mauszeiger.
und haben unsere erste Strafe. Und das war's eigentlich fürs Rennen. Wenn man hier nicht fehlerfrei bleibt, haben wir keine Chance. Wir haben weiterhin 10 Sekunden Rückstand und das wird jetzt mehr. Boah, du doofe... Scheiße. Mann, wir sind so schlecht. Ich hatte gehofft, wir sind hier auch ein bisschen konkurrenzfähig, aber das kann man total vergessen. Auch niemand mehr zu sehen, außer die drei wahrscheinlich. Ne, jetzt sind bloß zwei hinter uns, oh Gott. Ja, diesmal wollte ich nicht den Bergspezialisten hier benutzen. Oh Gott, 13. Oh, wir wären echt nicht schlecht dabei gewesen, hätten wir. Aber jetzt kommt dieser Abschnitt. Wir haben bloß noch einen Bergspezialisten. Genau so. Und hier sind wir sowas von null konkurrenzfähig an diesem Anstieg hier. Wir verlieren hier so viel Zeit. Ich versuche hier so ein bisschen im Orangenen zu laufen. Das scheint hier ganz gut zu sein. Jetzt kommen wir ja hier gleich in die nächste Abfahrt. Oh, hier waren wir sogar richtig gut. Schaut euch das an, wir haben eine Sekunde gewonnen. Vielleicht haben wir doch noch eine kleine Chance, wenn wir fehlerfrei bleiben. Wir dürfen halt keine Kante mehr erwischen und keine Strafrunde mehr laufen. So, und jetzt sprinten wir nochmal hier hin. Also daran lag es nicht. Ich habe einfach die rechte Maustaste zu früh losgelassen. Das heißt, ich habe den Atem anzuhalten gestoppt. Der vierte war zu lange. Wir haben weiter einen 11 Sekunden Rückstand und diesmal haben wir keinen Bergspezialisten, was wirklich blöd ist. Wir müssen gucken, was wir hier schaffen können. Vielleicht schaffen wir es. Also ich denke, die Top 10 sollten machbar sein. Hoffe ich. Jetzt geht es diesen blöden Berg hier hoch. Ja, das sieht läuferisch wieder blöd aus. Das sieht nicht gut aus. Oh, es sind 3 Sekunden. Es sind 3 Sekunden, die wir haben. Aber wir haben keinen Bergspezialisten mehr. Das ist echt Mist. Und ich glaube, hier verlieren wir gerade richtig. Also wenn ich die vor uns ansehe, wie die uns jetzt wegziehen, ist das echt ärgerlich. So, jetzt gehen wir hier noch ein bisschen drüber. Gehen in den Sprint. In die Hocke. Und versuchen hier noch halbwegs dran zu bleiben. Dass wir es vielleicht zumindest aufs Podium schaffen. Aufs Podium. Die laufen dort schön wieder die Ecke. Aber wir haben zu viel Rot. Das wird. Wir werden hier nicht auf Geschwindigkeit kommen. Haben jetzt wieder niedrige Kraft. 3 Sekunden Rückstand. Wird nicht reichen. Da fehlen uns die Körner am Ende. Versuchen hier noch mal ein bisschen zu sprinten, nicht an der Kante hängen zu bleiben. Und gucken, was wir letztendlich für eine Position haben. Sie freut sich, also wahrscheinlich Podium.
Ich bin gespannt. Nein! Ernsthaft? Ernsthaft, Spiel? 0,22 Sekunden. Es war die Strafrunde. Es war die Strafrunde. Egal, vierter Platz ist trotzdem gut. So schnell waren wir noch nie. Wir sind immer noch Weltcup-Führende. Und ja, sieht nicht so schlecht aus. Ein Sieg und ein vierter Platz in der Folge. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall wieder, dass ihr so ausdauernd zugeschaut habt und freue mich, wenn ihr dann auch übermorgen wieder dabei seid, wenn wir versuchen, die Weltcup-Führung zu verteidigen. Es ist echt spannender geworden. Also, bis dahin.